Faschista! Politische Gewalt gegen Parteien richtet sich in Deutschland am häufigsten gegen die AfD. Unser eigenes Land nicht mehr. Wir haben Migranten groß. Dann haben sie gleich eingedrescht und dann bin ich zurückgelaufen bis auf die Straße. Bin laut geworden, hey Leute, pass auf, wir werden hier angegriffen und so weiter. Und habe mich dann versucht auch schon zu wehren. Anfeindungen an Wahlkampfständen und dauerhafter Personenschutz für Politikerinnen wie Beatrix von Storch. Farbanschläge, Fackelzüge um Privatwohnungen, Morddrohungen, feige Anschläge. Das führt bei uns eher zu der gegenteiligen Bewegung. Das schweißt uns zusammen und das macht uns noch entschlossener. Und es zeigt uns umso mehr, wie richtig das ist, was wir machen. Dass die Leute heutzutage das gesellschaftliche Klima einfach immer zwiespältiger wird, das kann ich schon nachvollziehen, wenn man eben sich anschaut, was für eine Rhetorik gegen uns angewandt wird. Am Anfang waren wir die... Das ist ja die gleiche Rhetorik, die AfD, ein bisschen anders, aber ne, die AfD setzt ja auch... Naja. Vor einem Jahr haben wir einen Film veröffentlicht, da ging es um rechte Gewalt, um Beleidigung und Bedrohung gegenüber Politikern und Politikerinnen aller demokratischer Parteien. Und damals haben wir versprochen, wir probieren genauso objektiv über Gewalt gegenüber rechtspopulistischen Politikerinnen zu berichten. Deswegen stelle ich mir ganz klar die Frage, wie müssen sich AfDler schützen? Geh mal. Wenn Sie soweit sind. Ich bin soweit, ich warte die ganze Zeit auf Sie. Okay, warum? Für diesen Film recherchieren wir viele Fälle von körperlicher und verbaler Gewalt gegen AfD-Politikerinnen. Vielleicht habt ihr unsere erste Gesprächspartnerin schon an der Stimme erkannt. Filmen sollen wir sie erst, wenn wir nicht mehr vor unserem Treffpunkt stehen. Sicherheitsgründe. Ihre Personenschützer vom BKA wollen anonym bleiben. Wir begleiten jetzt die Bundesvize von der AfD, Beatrix von Storch. Und so sieht das Bild hier immer aus, wenn sie unterwegs ist. Das sind immer zwei Leute vom BKA. Und vor ihrem Büro stehen dann auch immer noch drei Polizisten. Und die Polizisten sagten gerade zu mir, dass der Schutz auf jeden Fall notwendig ist, weil sie hier dann doch ziemlich angemacht wird, auch in diesem Stadtteil. Es kommt auch immer mal wieder hier zu Übergriffen. Und hier ist wohl nicht jeder Freund der AfD. Vorweg. Ich auch nicht. Wie ich diesen Film angehe, habe ich mir lange überlegt. Ich werde mich daran messen lassen müssen, wie fair und kritisch ich war. Und da werden die Maßstäbe, je nach eigener politischer Überzeugung, weit auseinandergehen. Von Storch, die mir gerade davonrennt, ist eine der populistischsten ihrer Partei. Sie wohnt mitten in Berlin in einem eher linken Viertel. Als Politikerin vertritt sie rechtspopulistische Positionen. Ich frage mich ja die ganze Zeit, was ist das für ein Leben, wenn man keinen Schritt vor die Tür setzen kann? Laut einem Informanten werden 39 Politikerinnen so vom BKA geschützt. Bestätigen will das BKA diese konkrete Zahl aber nicht. Was mich heute erwartet, ich weiß es nicht. Es hieß, zwei Tage dürften wir erleben, wie ihr Alltag aussieht. Dazu wird es aber nicht kommen. Ihr Begleitschutz vom BKA ist immer mit dabei. Jeden Tag. Auch im Urlaub. In der politischen Diskussion weiß von Storch zu provozieren. Die AfD hat Tweets der eigenen Partei, auch von ihr, analysiert und festgestellt, dass einige Aussagen Anhaltspunkte für eine Verfassungsfeindlichkeit liefern. Ja, richtig gehört. Die AfD hat das selbst geprüft. Wir sind jetzt übrigens auf dem Weg zum Alex und Frau von Storch, die will da was vor sich. Da ist jemand. Frau von Storch will da was abgeben oder kaufen. Immer in der Nähe ein schwarzer Wagen des BKA. Falls ihr etwas passiert, bringt die gepanzerte Limousine sie in Sicherheit. Falls ihr euch fragt, warum ich nur blöd hinterher renne und keine Fragen stelle, von Storch will bestimmen, wann und wo sie interviewt wird. Also noch ein paar Fakten zu ihr. Beatrix Amelie Ehrengard Aelika von Storch wurde als Herzogin von Oldenburg geboren. Gerade telefoniert sie im fließenden Spanisch. Während der Flüchtlingsdebatte fordert sie 2016, an der Grenze dürfe auf Kinder und Frauen geschossen werden. Danach ist sie zurückgerudert. Ja. Alles klar. Was machen Sie drin? Ich hole was ab. Okay, wir warten hier. Ja, perfekt. Ich werde Sie auf jeden Fall jetzt gleich mal ansprechen, warum das alles notwendig ist. Ich habe gelesen, dass Ihr Auto angezündet wurde, das Haus beschmiert und ich glaube, sie kann uns noch ein paar Sachen mehr berichten.
sie hat eine Sonnenbrille abgeholt. Das Gespräch soll jetzt und hier im Café stattfinden. Hier ist es laut und ein Technikcheck ist leider nicht drin. Entschuldigt also bitte Bild- und Tonqualität. Also ich sag mal tatsächlich mit Blick auf die Uhr, wenn Sie jetzt, wir können über wir so, aber... Warum ist das jetzt notwendig, dass Sie die ganze Zeit vom BKA begleitet werden? Das ist eine Sicherheitsanalyse, die gemacht worden ist und nur festgestellt worden ist. Es ist wahrscheinlich besser, wenn jemand dabei ist, als wenn ich alleine gehe. Es hat die Momente gegeben, dass Leute mir irgendwelche Dinge ins Gesicht geworfen haben oder versucht haben, auf mich drauf zu springen. Und das ist mehrfach passiert und deswegen hat man gesagt, man macht das besser jetzt anders. Mir macht Gewalt Angst. Wie sieht das bei Ihnen aus? Ja, auf jeden Fall ist Gewalt nicht angenehm. Das ist klar und man wird ein bisschen vorsichtiger. Einfach man beobachtet seine Umgebung etwas genauer, als man das vielleicht sonst gemacht hat. Man geht nicht in jeden Ort hin, ganz klar. In irgendeine x-beliebige Kneipe in Berlin, im Kreuzberger Kiez, das ist wahrscheinlich nicht anzuraten. Das mache ich auch nicht. Man wird vorsichtiger. Angst, Vorsicht würde ich sagen, ist das richtige Wort. Und dem zu begegnen dadurch, dass man sagt, okay, ihr habt gewonnen, wir lassen es. Ja, das ist genau das, was die linke Seite will. Aber das führt bei uns eher zu der gegenteiligen Bewegung. Das schweißt uns zusammen und das macht uns noch entschlossener. Und es zeigt uns umso mehr, wie richtig das ist, was wir machen. Sie sprechen jetzt von der linken Seite mit Blick auf die Uhr, weil wir müssen gleich weiter. Wer ist denn die linke Seite, wenn Sie das so klar benennen? Wer sind denn die? Das sind linke Gruppen, das sind linke, das ist die Antifa, das sind... Das sind linke Gruppen, genau, um 15 Uhr Abfahrt an der... Die Antifa bedrohe Wirte. Wenn Sie von AfD-Veranstaltungen hören, sagt von Storch. Die Antifa sei es auch, die bei Arbeitgebern von AfD-Mitgliedern anrufe, damit diese ihren Job verlieren. Um Punkt 15 Uhr sitzen wir im Auto und fahren dem BKA hinterher. Frau von Storch ist uns davongefahren. Auf ihrem E-Bike. Wir haben keine Ahnung, wo sie ist und verlassen uns drauf, dass der Begleitwagen sie wiederfindet. Hat aber gut abgepasst hier, ne? Ja, stehen ja auch über Funkkontakt. Ja, aber trotzdem. Dass AfD-Politikerinnen so massiv geschützt werden müssen, ist nicht die Regel. Dennoch, die AfD und deren Einrichtungen werden von allen Parteien am meisten angegriffen. Also für mich ist klar, dass es Leute gibt, die Hass haben gegenüber Beatrix von Storch oder auf die AfD. Aber ich glaube, es gibt keine gute Gewalt in einer politischen Auseinandersetzung. Und ich glaube, wir haben das BKA hier verloren. Mist. Eine Demokratie muss auch rechte Meinungen aushalten. Meine Meinung. Da sind sie wieder. Laut Bundesregierung gab es im ersten Quartal dieses Jahres 161 Straftaten gegenüber Politikerinnen. 68 Mal war die AfD betroffen, 23 Mal die CDU und 21 Mal die Grünen. Auch bei Angriffen auf Parteigebäuden liegt die AfD vorne. So, links abbiegen, da ist das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. In der DDR wurden hier politische Gefangene gefoltert und ohne Prozess festgehalten. Menschen, die der kommunistischen Diktatur lästig waren. Mehr als 11.000 Gefangene saßen hier ein. Von Storch trifft hier andere AfDler zu einer Führung. Mit dabei ist Ronald Gläser. Er ist AfD-Abgeordneter in Berlin. Letzte Nacht wurde sein Auto in Brand gesteckt. Für mich ist so etwas antidemokratisch. Hallo Berlin. Die linksradikale Szene verfügt in unserer schönen Stadt nicht nur über ihre eigenen gewalttätigen Demonstrationsrituale, eigene Vereine, Immobilien und leider auch über einigen Rückhalt beim Senat. Nein, sie hat auch eine kleine, aber feine Bürgerkriegsarmee und deswegen müssen wir immer wieder erleben, dass nachts Autos angezündet werden. Diesmal hat es leider meinen Wagen erwischt, aber ich lasse mich nicht einschüchtern. Diese Teile der sogenannten Zivilgesellschaft können bleiben, wo der Pfeffer wächst. Morgens früh um 4 klingelt mich die Polizei raus und sagt, Herr Gläser, Ihr Auto wurde abgebrannt oder ist ausgebrannt. Da habe ich mir schon gedacht, naja, das war ja klar, dass das irgendwann so kommen würde. Wie häufig kommt so etwas vor?
dass sie zum Beispiel eine Morddrohung bekommen. Naja, also du müsstest eine Kugel zwischen die Augen kriegen. Sowas gibt es vielleicht ein- oder zweimal im Jahr per E-Mail von jemandem, der nennt sich mickeymouse@aol.com oder so. Ja, da ist absehbar, dass der es nicht ernst meint. Aber sowas gibt es. Ja. Aber wir lassen uns davon auch nicht einschüchtern. Ja? Für jedes Auto, das brennt, werden 10 neue AfD-Wähler da sein. Für jeden, der von uns, der versucht wird, so eingeschüchtert zu werden, der wird dann dreimal so viel Flyer verteilen. Mhm. Also wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Können Sie diese Motivation nachvollziehen? Nein. Können Sie sich denken, was diese Menschen antreibt? Ja, ihr Hass. Worin ist der Hass begründet? Also was ist das, was ihnen wiedergespiegelt wird? Ja, viele Leute können einfach nicht akzeptieren, dass es Menschen mit anderer Meinung gibt. Mhm. Ja. Wir haben jetzt hier gesehen, ja, es gibt diese Utopien von der besseren Gesellschaft. Und diese Utopie muss in die Tat umgesetzt werden, um jeden Preis. Und da muss man die Leute auch dazu zwingen, dass sie es tun, auch wenn sie nicht erkennen wollen, dass es so ist. Und das, was sozusagen das DDR-Regime im großen Stil praktizierte, das geht bei einigen Leuten noch im Kopf vor, dass man die Leute dazu zwingen muss zu ihrem Glück. Gläser ist ein Provokateur. Auf das Foto eines AfD-Kollegen mit Sturmgewehr in der Hand und der Beschreibung Antifa-Neutralisator antwortete Gläser: haben will. Toll. Nächste Frage an von Storch. Wird Gewalt gegen rechte Politikerin anders bewertet als Gewalt gegen linke Politikerin? Also es betrifft ja nicht nur Politikerinnen der AfD, sondern auch Politiker der AfD, nur um das klarzustellen. Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie das mit dem Gender nicht mögen. Aber da war die Kamera nicht an. Okay, dann haben Sie das jetzt nochmal festgestellt. Ich glaube ja, es wird mit zweierlei Maß gemessen, was nicht heißen soll, dass es überhaupt gar keine Bekundung gibt, wenn das bei uns passiert. Das will ich auch sagen, aber unvergleichlich viel weniger. Ich glaube, wenn heute Nacht das Auto der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken in Berlin gebrannt hätte, deren Namen ich gar nicht kenne, aber egal, ich glaube, dann hätten wir ungleich größere Reaktionen, als wenn das jetzt hier zum ersten Mal bei uns da passiert ist. Dann gibt es mal Reaktionen und mal auch nicht. Ich will nicht sagen, es gibt gar keine, aber es gibt verhältnismäßig, glaube ich, weniger, ja. Das Treffen mit Beatrix von Storch ist jetzt schon ein paar Tage her und wenn ich ganz ehrlich bin, richtig kritisch konnte ich nicht sein. Es ist mir nicht gelungen, Beatrix von Storch extrem kritische Fragen zu stellen, weil ich auch eben einfach keine Zeit mit ihr hatte. Die Frau von Storch ist mir die ganze Zeit weggerannt, ich hinterher. Und da ist es dann nicht so richtig möglich, dass man da ein vernünftiges Gespräch führt. Deswegen probiere ich die ganze Zeit bei ihrem Pressesprecher einen neuen Termin zu bekommen. Das ist nicht so leicht möglich, weil der Pressesprecher keinen Termin findet, der polarisierend genug ist. Denn darauf lege die AfD Wert. Das müssen ja Termine sein, die polarisierend sind. Und den gibt's halt eben nicht. Ist die AfD wirklich das größte Opfer? Diese Frage geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich treffe einen Kollegen. Seine Meinung zu den Angriffen auf AfD-Politikerinnen? Unter aller Sau. Das ist demokratiefeindlich und das kann man mich mit nichts verargumentieren. Das ist Jan Schippmann. Er ist Politikjournalist vom Funkformat Die da oben. Ich treffe ihn, um die Gewalt gegenüber der AfD einzuordnen. 2019 ist die Gewalt laut Verfassungsschutzbericht um 40% gestiegen. Hört sich krass an. Die häufigste Tatwaffe war aber 2019 der Edding. Kannst du mir das mal erklären? Das muss man differenziert betrachten, weil diese 40% sich halt echt wirklich krass anhören. Ja. Und auch wenn sie im Verhältnis zu rechtsextremen Straftaten, die Linksextremen noch relativ unterbewertet sind. Und das hat damit zu tun, der Verfassungsschutz holt sich diese Zahlen vom BKA. Der sammelt die nicht selber oder so und das BKA ermittelt mit einem Anfangsverdacht. Das heißt, wenn irgendwas nach einer linksextremistischen Straftat aussieht, dann ist es in der Statistik eine. Und der Knackpunkt ist, dass Wahlplakate mittlerweile erfasst werden. Seit dem 01.01.2019 werden Wahlplakate, das Angriffsziel Wahlplakat, separat in der Statistik erfasst vom Verfassungsschutz. Und wenn man mal schaut, 2019 waren 4 große Wahlen. Eine bundesweite, die Europawahl. Europawahl, ja. Genau, und 3 extrem spannungsgeladene Wahlen im Osten. Es hingen also einmal im kompletten Bundesgebiet Wahlplakate und dann nochmal 3-mal in Bundesländern, die eine extreme AfD-Präsenz haben. Das heißt, lass mich das verstehen. Jedes Mal, wenn jemand hingeht und einen Pimmel oder was weiß ich nicht was oder einen Schnurrbart auf so ein AfD, haben wir ja schon mal gesehen, auf so ein AfD-Plakat macht,
dann gilt das als Straftat oder als Straftat? Anfangsverdacht. Ja, das ist eine Straftat, das ist eine Sachbeschädigung. Okay, das heißt, und das geht dann, und so kommen diese 40% zustande. Genau. Der Anfangsverdacht ist quasi, okay, wenn es auf einer Partei, wenn eine Partei da, ein Plakat von der rechten Partei ist, der AfD in diesem Falle, dann wird das als linksextremistische Straftat gewertet. Wenn es jetzt auf einem Plakat von der Linken wäre oder das wird geklaut oder vandaliert, dann wird es als rechtsextremistische Straftat gewertet. Okay. Das ist, da muss man übrigens auch mit dem Gerücht aufräumen, dass Linke gerne Hakenkreuze schmieren würden, um halt auf rechtsextreme Seite die Straftaten hochzuballern in der Statistik. Mhm. Dass, wenn es auf dem AfD-Plakat ein Hakenkreuz ist, dann ist das als linksextremistische Straftat gewertet. Die AfD stellt sich ja auch immer so als Opfer dar. Das ist ja ein ganz typisches Narrativ von denen. Ja, man muss aber auch sagen, es gibt diese Fälle, dass Büros attackiert werden, dass Autos oder generell irgendwie Besitztümer angegriffen werden, das passiert. Dass Personen selber zu Schaden kommen, wie bei Frank Magnitz, der niedergeschlagen wurde, wo man bis heute nicht weiß, wer es war oder ob es überhaupt irgendwie einen linksextremen Hintergrund hat, das passiert im Vergleich dann doch relativ selten. Sollte gar nicht passieren, aber zum Beispiel, dass es so einen kalkulierten Mord gab, wie an Walter Lübcke, der wirklich über Jahre präzise geplant wurde, das hast du zum Glück gegen die AfD noch nicht gehabt. Das sollte in der Demokratie auch wirklich einfach nicht vorkommen, logischerweise, das muss man nicht sagen. Walter Lübcke war ein hessischer Politiker. Der Rechtsextremist Stefan E. hat den Mord an ihm gestanden. Er war Wahlkampfhelfer bei der AfD. Warum findest du es so wichtig, dass man die Gewalttaten, die Straftaten nach ihrer Qualität einordnet? Ja, weil es halt einfach ein kalkulierter Mord, der wirklich minutiös geplant wurde gegen jemanden, der sich halt einfach für eine humane Behandlung von Geflüchteten einsetzt, dass der um Welten höher einzuordnen ist, als wenn jemanden das Auto demoliert wird. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Und insbesondere auch, wenn es gegen Kleinigkeiten geht, wie Wahlstände oder Wahlplakate. Ich glaube, das muss man keinen erklären, warum da ein Menschenleben wertvoller ist oder halt auch die Gesundheit eines Menschen. Jetzt will ich mit einem AfDler sprechen, der selbst schon Erfahrung mit Gewalt gemacht hat. Vadim Derksen hat mich eingeladen. Derksen ist Landeschef der Berliner JA, der Jugendorganisation der AfD. Er wurde im Februar 2019 von einer Gruppe Vermummter angegriffen. Im Büro der Berliner AfD will er mit Kollegen heute ein Video für ihren YouTube-Kanal drehen. Wie lange wollen wir uns unterhalten? Eine Stunde, zwei? 20 Minuten ungefähr. Vielen Dank. 20 Minuten und die Hälfte schneiden wir raus. Also jedes Mal, wenn du dich verplapperst oder den Sturm auf den Reichstag befehlst oder irgend sowas, das geht dann halt nicht. Ne? Also. Ich habe heute früh auf Twitter zu einer Spendenaktion aufgerufen, denn also der Reichstag wurde gestürmt. Das heißt, das Gebäude muss ja komplett kaputt und zerschossen sein. Ja, genau. Wir sollten Spenden sammeln, um es wieder aufzubauen. Wir brauchen einen neuen Marshallplan im Grunde. Das geht ja gut los. Das Prinzip AfD. Provoziere, wo es nur geht. Das mit dem Marshallplan war übrigens Derksens JA-Kollege Ferdinand Vogel. Daneben ein AfD-Politiker aus Leipzig, der für das Video interviewt wird. Sag mal, meine Plauze, ne, die hängt raus, ne? Es geht. Boah, da kann ich ja nicht atmen. Wir brauchen so, hat jemand Spanngurte? Schwerlasttransport. So, jetzt aber Ruhe. So, liebe Freunde, und willkommen zu Patria Berlin, endlich mal wieder. Es folgt 15 Minuten typisches Stammtischgespräch. Wurde ich jetzt tatsächlich mal so zu seiner Hausparty eingeladen und mir wurde gesagt 19 Uhr. Ich habe es nicht geschafft, Arbeitstag, bla bla, kommt schon zu 20, ich kriege Panik, ich rufe da an, sage ich, tut mir leid, ich komme zu spät, ich komme um 20 Uhr. Bin da, war der Erste. Ey, die Hälfte des Bildes wird von deinem Bauch eingenommen, guck dir das mal an. Guck dir diese Männertitten an. Das ist echt schlimm mit dir. Derksen ist Anfang 30, Russlanddeutscher und Landesvorsitzender der JA Berlin. Der Verfassungsschutz prüft gerade, ob die JA überwacht werden muss. Erkennen Sie Muster in der Gewalt gegen rechts? Ja. Man geht auf jeden Fall, also es ist immer diese feige, vermummte, verdeckte Art. Man geht nicht offen gegen uns vor, sondern sind immer mehrere gegen Einzelpersonen. Man will noch nicht töten, ja, aber definitiv einem so viel Angst und Schrecken einjagen, dass er
eigentlich keinen Bock mehr hat, irgendwas zu machen für die AfD. Wie kommen Sie zu so einer Aussage, dass Sie sagen, man will doch nicht töten? Ja gut, bei Magnitz war das ja schon knapp dran. Also das hätte auch nach hinten gehen können. Hm. Ja, das ist ein Einzelfall. Naja, aber zumindest zeigt das aber, das Potenzial ist da. Ja, gewisse Angriffe zu fahren und einen ins Koma zu schlagen sogar. Also das ist möglich. Frank Magnitz ist ein Bremer Politiker, der 2019 von Vermummten angegriffen wurde. Fest steht, er wurde schwer verletzt. Er lag aber weder im Koma, noch gibt es Ermittlungen wegen Mordes. Hier, in der Nähe vom Alexanderplatz, wurde Derksen überfallen. Der Berlinale-Chef hatte AfD-Mitglieder aufgefordert, sich einen Dokumentarfilm über das Warschauer Ghetto anzusehen. Man muss sich vorstellen, es war um 10 Uhr abends, also 22 Uhr, dunkel. Es waren keine Autos da oder kaum. Es waren kaum Leute unterwegs. Die einzigen Leute, die wir gesehen haben, waren ganz weit vorne, da bei der U-Bahn-Station am Eingang. Sind da welche rausgekommen? Ab dem Zeitpunkt, wo ich hier bin und höre ich auf einmal, kommt was angerannt von dort. Also ich habe es schon nicht mehr gesehen. Ich habe nur noch sofort so einen Schubser oder einen Schlag gekriegt. Die anderen auch. Ich habe mich hier so weggedreht, habe gesehen, wie der dann... Genau, dieses Glas, das war, dieses Gerüst stand hier, der hat dagegen das Glas zerstört und dann haben sie gleich eingedrescht und dann bin ich zurückgelaufen bis auf die Straße, bin laut geworden, hey Leute, pass auf, wir werden hier angegriffen und so weiter und haben mich dann versucht auch schon zu wehren und dann haben sie es gemerkt, dass wir uns jetzt schon wehren und dann gleich umgedreht und sind einfach da abgehauen und haben sich auch gleich getrennt. Das Glas, von dem er spricht, war ein abgebrochenes Weinglas. Die Polizei nimmt am Abend die Anzeige auf, Zeugen werden befragt und Derksen und sein Team, die machen gleich mehrere Videos. Wir sind gerade vor 2 Minuten von der Antifa angefallen oder überfallen worden. Das waren, ich glaube, 5 oder 6 Leute. Vermummt, mit Batterien in den Händen, mit Glasflaschen. Da hinten ist das Kino, wo wir jetzt hingehen wollen. Wir sehen hier einen blutenden, unser Fabian, der hat es richtig abgekriegt mit der Flasche. Wir sind hier vorne die Straße runtergelaufen und dann kam aus der Seite so eine Gruppe von maskierten Leuten. Wir schauen uns die 2 Videos des Abends im Bundestag an. Hier arbeitet Derksen als Mitarbeiter im Büro eines AfD-Abgeordneten. Erster Eindruck. Sie kriegen da einen auf die Mappe. Ja. Das Erste, was Sie machen, ist, Sie nutzen das für politische Statements. Ich glaube, hätte ich einen auf die Mappe bekommen, ich glaube, das wäre ein anderes Video geworden. Also Sie nutzen das ist jetzt das ist 2 Stunden danach circa. Ja. Das hat lang gedauert. Ja. Also ich habe sofort das Handy gezückt, in der Hoffnung, dass ich die noch filme. Ja. Und die waren aber schon weg. Und dann habe ich kurz drauf gesprochen. Das war ganz am Anfang, die Sequenz. Mhm. Nun kriegt man ja nicht grundlos einen auf die Mappe. Können Sie sich vorstellen, was der Auslöser war für einen solchen Angriff? Also bei uns ist es tatsächlich grundlos. Also zumindest haben wir persönlich keinen Anlass dazu gegeben. Mhm. Es ist hier nur deswegen, weil wir JA bzw. AfD-Anhänger sind, passiert. Nur deswegen. Das ist der Anlass. Die Gewalt gegen ihn, ich will die auf gar keinen Fall legitimieren. Doch von ihm gibt es dieses Foto. Derksen auf einer Demo 2016. Seite an Seite mit der Identitären Bewegung, die schon damals vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Heute ist die IB als gesichert rechtsextrem eingestuft. Kontakt dahin habe er aber heute nicht mehr. Nützt Ihnen ein solcher Angriff mehr, als er Ihnen schadet? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, es gab, sag ich mal, Publicity. Mhm. Es wurde darüber berichtet. Zwei Probleme, die ich dabei sehe, wenn darüber berichtet wird, ist zum einen, es wird nicht über unsere Inhalte berichtet, sondern über einen gewissen Vorfall. Mhm. Das heißt, die Leute setzen sich nicht primär dann mit unseren Inhalten auseinander, sondern haben nur gelesen, die AfD wird da angegriffen, können sich vielleicht über das fehlende Demokratieverständnis aufregen, aber das war's. Und zweitens, es hat tatsächlich eine
potenziell abschreckende Wirkung auf Leute, die mitwirken wollen. Mhm. Zur Tatzeit hat Derksen 2 Kinder, ist verheiratet und arbeitet im Büro von Stefan Protschka. Ich kann mir vorstellen, dass so ein feiger Angriff einen Menschen verändert. Es ist schon so, dass ich mich beobachtet gefühlt habe danach, obwohl es vielleicht auch nicht der Fall war. Immer darauf geachtet, wer geht jetzt hinter mir? Sind das jetzt Schritte, die mich verfolgen? Wenn einer auf einmal aufschreit, weil die sind so auch schreiend da rausgelaufen, mehr oder weniger. Was ist da jetzt wieder? Kommt da wieder ein Angriff und so weiter? Es gab sowas. Es ist jetzt schon abgeflaut, das Ganze. Derksen sagt, er verstehe, wenn Menschen mit den Positionen der AfD nicht klarkommen. Aber er verstehe nicht, warum Gesprächsangebote so häufig abgelehnt werden. Die wollen gar keinen Dialog mit dir. Du bist der Feind. Sie wollen dich fertig sehen. Der AfD sollte man ausschließlich mit Argumenten begegnen, meine Meinung. Ich habe für mich entschieden, ich kann einem AfDler die Tür aufhalten, weil ich das für höflich halte. Und ja, ich finde die Ansichten der AfD auch unmöglich, aber sie sind nun mal demokratisch gewählt. Zurück zu Derksen. Wie viele andere aus der JA hat auch er einen Migrationshintergrund. Seine Familie floh aus Glaubensgründen aus Sibirien. Geflüchtete in der AfD? Für mich ergibt das keinen Sinn und ist irgendwie völlig paradox. Derksen, der wirkt auf mich total differenziert, das hat mich überrascht. Das komplette Gegenteil zu Frau von Storch, und die probiere ich ja immer noch zu treffen und schreibe mit dem Pressesprecher hin und her, der gibt mir dann einen Termin, dann sagt er wieder ab und ich habe das Gefühl, das ist alles nicht so das Richtige für ihn. Das ist ihm ja wichtig, dass der Termin ein Aufregungs- oder ein Erregungspotenzial hat, und ich glaube, das haben die Termine nicht, die anstehen, ein bisschen komisch. Vielleicht hat aber auch Frau von Storch einfach keine Lust. Wie dem auch sei, ich habe mich jetzt anders verabredet, und zwar mit einem jungen AfDler, und der will mich mitnehmen auf eine Wahlkampfveranstaltung und mir zeigen, wie dieser Spießrutenlauf aussieht. Euskirchen, Nordrhein-Westfalen. Der Mann, der den Anti-AfD-Aufkleber abfummelt, ist Felix Alexander Kassel. Guck mal, haben sie schön gemacht. Ne? Oh, mit Glitzer, so hätte ich gerne. 23, Jurastudent aus Bonn und wie Derksen Mitglied in der JA. Seid ihr da durchgekommen? Ja, es war ganz friedlich. Ja, ja. Da kam eben eine ältere Dame, die war bestimmt 58, 60, vielleicht 62, 63. Ich sag, boah, haben sie ihn angestanden. Ja, da waren ein paar Studenten auch, die haben mich dann wieder erkannt und dann gerufen, ey, Kassel. Ich glaube, die freuen sich immer, wenn ich da bin. So, hey, auch ein Bonner. 450 Gegendemonstranten werden es heute werden. Sie wollen die AfD aus dem Stadtrat kicken. Wer zur Kundgebung will, kommt heute ungehindert durch. Das ist nicht immer so. Sind rein vergebliche Werke. Kassel ist ziemlich konservativ. Nachher wollen sie auf dem Marktplatz vor 300 Menschen singen. Es ist die Abschlussveranstaltung im Kommunalwahlkampf in NRW. Kassel ist seit 2 Jahren in der AfD. Auch ihn frage ich, ob er die Motivation der Demonstranten oder Gewalttäter irgendwie verstehen kann. Verstehen selber nicht. Ich meine, sonst ständig nicht auf der Seite, sondern auf der anderen. Aber dass die Leute heutzutage das gesellschaftliche Klima einfach immer zwiespältiger wird, das kann ich schon nachvollziehen, wenn man eben sich anschaut, was für eine Rhetorik gegen uns angewandt wird. Am Anfang waren wir die... Das ist ja die gleiche Rhetorik, die AfD, also ein bisschen anders, aber ne, die AfD setzt ja auch sehr stark auf Populismus. Populismus ist ja einfach für das Volk verständlicher. Heutzutage ist viel sehr unverständlich geworden und da ist das gar nicht mal so schlecht, wenn man auch mal prägnant Sachen anspricht. Aber wenn wir natürlich am Anfang die rechtskonservative Partei waren und jetzt sind wir die Extremrechten oder die Superrechten, was kommt denn als nächstes? Also ich warte schon, was da die nächste Steigerung ist. Ist das jetzt super extrem außenrechts oder so? Was sind Sie denn? Wie würden Sie sich denn beschreiben? Ich würde schon sagen, dass ich konservativ rechts bin. Ja. Ich finde auch, viele haben heutzutage vielleicht auch Angst zu sagen, dass sie ein rechtes Gedankengut haben, was nie heißt gleich nationalistisch und irgendwie ausländerfeindlich. Das ist ja nicht rechts. Das ist
verboten. Sind Sie denn rechtsradikal? Nein. gute Frage, aber radikal heißt ja immer, dass man im Zweifel, so sehe ich das zumindest, im Zweifel dazu bereit ist, seine Ansichten und Überzeugungen mit Gewalt gegen andere durchzusetzen. Dass er im Zweifel Gewalt anwendet, dazu später mehr. Auf dem Marktplatz beginnt die Veranstaltung. Statt 300 sind laut Polizei 130 AfDler da. Auch der Bundessprecher Jörg Meuthen. Mein Ziel, ihn konfrontieren. Die AfD hetzt seit Jahren. Welche Mitschuld hat die Partei an der Gewaltspirale? Der erste Redner steht auf der Bühne. Was gefordert wird, klemme ich mir. Mein Thema ist Gewalt. Die Position der Partei kann jeder nachlesen. Kassel fasziniert mich. Mit 21 hat sich der Mann entschieden, rechte Positionen zu vertreten. 2018 war schon jedem klar, wer sich alles in dieser Partei tummelt. Jetzt ist er Teil davon und inszeniert sich als patriotischer Newcomer. Wie war's denn jetzt? Ja, war doch gut. Also ist ja grundsätzlich auch unser Ziel, so Tradition und diese schöne Volkslieder auch einfach wiederzubringen, weil sie auch den Kampf, den man damals hatte, für Freiheit ganz gut verkörpern. Und wir stehen wieder an so einem Punkt, wo wir die Freiheit verteidigen müssen. Immer um die Freiheit gerungen werden. Deswegen ist das immer ganz nett. Ich hoffe, es hat gut geklungen. Ich weiß es ja nicht. Welche Freiheit er in Gefahr sieht, ich erfahre es nicht. Ich möchte thematisch weiterkommen. Gerade erzählt mir eine AfD-Sprecherin, dass sie aufgrund ihrer AfD-Tätigkeit ihren Job verloren hätte. Daraufhin wurde ich eingestellt beim Haus der Geschichte, die mir dann erklärt haben, es läge nichts gegen mich vor, ich hätte mir nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. Das frage ich mich auch. Irgendein Vogel hat einen Böller geschmissen. Jetzt redet Jörg Meuthen. Seine Ideologie gilt als bürgerlich konservativ. Parteikollegen von ihm, wie Björn Höcke, dürfen gerichtsfest als Faschisten bezeichnet werden. Nicht abfinden. Wir geben unsere Städte nicht auf. Wir werden nicht tatenlos zuschauen, wie unser Land noch weiter vor die Hunde geht. Nicht mit uns. Ich konfrontiere ihn. Bei der AfD wird oft sprachlich gehetzt. Messermänner oder wir werden sie jagen. Führt die Sprache der AfD zu einer Gewaltspirale? Es gibt in allen Parteien überall immer wieder Einzeläußerungen, die vielleicht eher Öl ins Feuer gießen. Ich bin kein großer Freund davon, finden Sie in meinen Reden auch nicht. Man muss als Opposition schon auch aggressives Vokabular an den Tag legen, aber es gibt auch Äußerungen, wo ich auch sage, kommt letztlich nicht. Zum Beispiel? Naja, Sie werden jetzt mir nicht irgendwelche Begriffe entlocken, die andere Parteikollegen gesagt haben. Das wäre für Sie schön, aber das werde ich nicht machen. Jetzt unterstellen Sie mir was. Ich frage hier offen nach. Nein. Herr Meuthen, eine allerletzte Frage, dann bin ich durch. Und zwar, Stefan E., der den Mord gestanden hat vor Gericht an Herrn Lübcke. Mann voller Hass, war AfD-Wahlkampfhelfer. Machen Sie sich Gedanken darüber, ob sich Menschen radikalisieren aus Ihrem Umfeld? Also in unserem Umfeld radikalisiert sich niemand. Das ist so, dass wenn Sie Wahlkampf betreiben, sind Sie froh um jeden Helfer, den Sie kriegen. Den können Sie nicht völlig durchleuchten. Dass das ein völlig fanatisierter, wirklicher, brandgefährlicher Extremist ist, ist völlig unstrittig. Und es ist eigentlich eine Schande, dass so jemand für uns da mit irgendwo Plakate geklebt hat. Aber das können wir nicht kontrollieren. Wir konnten ja nicht wissen, was der Mann tut, respektive was er getan hat. Kannten dessen Geschichte nicht. Und wenn da jemand freundlich kommt und sagt, oh komm, ich helfe mit Plakate fahren, dann nimmt man den mit und dann wird das gemacht. Wenn Sie die alle einzeln durchleuchten wollen, dann können wir nichts mehr machen. Ja. Aber es ist schlimm. Sie müssen los. Vielen Dank für Ihre Zeit. Doch bevor Meuthen geht, wird die Nationalhymne gesungen. Wie radikal, extrem und gewaltaffin ein Teil von AfD-Anhängern ist, sieht man in den Kommentarspalten im Netz. Und auf Worte folgen Taten. Wissenschaftlich belegt, wo AfD gewählt wird, gibt es mehr Gewalttaten gegen Flüchtlinge.
Für Kassel und seine Parteifreunde geht es nach der Nationalhymne ab in die Kneipe. Aber nicht auf direkten Wege, sie wollen einen Umweg nehmen. Also da lässt uns die Polizei jetzt auch nicht mehr durch. Das ist ja, sie sind ja jetzt ein bisschen aufgestachelt von dem Vortrag und so. Und wenn man da, können die ja nicht leisten mit ihren 10 Mann, dann da 3 Leute zu beschützen. Dankeschön, Wiedersehen. Das ist Quatsch. Die Rede haben die gar nicht gehört, viel zu leise. Und 10 Polizisten sind es auch nicht gewesen, schätzungsweise 100, würde ich sagen. Jeder hat seine Meinung, jeder hat seine Meinung, ich auch. Sind Sie schon mal gewalttätig geworden? Gewalttätig geworden nicht, nein. Das liegt mir fremd. Also zu sagen, nur weil man jemanden eine andere Meinung nicht teilt, dann Gewalt anzuwenden, da sind Worte und Argumente das Bessere. Und ich habe auch Freunde, mit denen verstehe ich mich politisch gar nicht, aber wir zollen uns Respekt und dann können wir auch mal ein Bier zusammen trinken. Das ist deutlich netter, als sich dann mit Fäusten auseinanderzusetzen. Wenn ich richtig informiert bin, dann werden Sie auf jeden Fall auch beschuldigt, nach einem AfD-Bürgerdialog am 7. April 2019 in Köln-Kalk mit dem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten gefahren zu sein. Ist das keine Gewalt? Naja, dann ist ja immer die Frage, ist das nicht gerechtfertigt durch Notwehr? Also Gegenfrage, wenn Sie von 7, 8 Leuten umzingelt werden und es wird an die Scheiben geschlagen, an den Türen gezogen und Sie wollen aus dieser Situation einfach nur raus, versuchen schon auszuweichen, drumherum zu fahren, und wenn Sie wieder eingekesselt sind in einer Sackgasse, kommen nicht anders raus. Dann langsam nach vorne zu fahren, ist das Gewalt? Also wenn jemand verletzt wird, würde ich sagen, ist das Gewalt, ja. Wurde er nicht? Wurde er nicht verletzt? Nee. Also ist es keine Gewalt? Ja, sowas nennt man dann Notwehr. Okay. Aber das wird ja wahrscheinlich dann jetzt ein Gericht entscheiden, ob das Gewalt wäre, Notwehr war. Genau. Oder was auch immer. Ich habe mir nichts zur Schulde kommen lassen nach meinem Gewissen und den Rest muss der Richter entscheiden. Vielen Dank fürs Gespräch. Das sagt er. Doch es passt nicht zur Anklage. Die lautet: Kassel ist in eine Menschenmenge gefahren, hat zurückgesetzt und beim zweiten Mal einen Menschen 10 Meter auf seiner Motorhaube mitgeschleift. Sein Opfer wurde dabei an beiden Knien verletzt, bedroht wurde er nicht. Habe ich der AfD mit dem Thema eine Bühne geboten? Ja, habe ich. Aber ich habe lange darüber nachgedacht, wie diese Bühne aussieht. Und ich kann es einfach nicht ertragen, dass über dieses Thema nicht berichtet wird oder nur sehr wenig darüber berichtet wird. Und deswegen haben wir das auch gemacht. Ich möchte einfach den rechten Meinungsmedien da nicht den Platz überlassen. Und für mich steht fest, in der politischen Auseinandersetzung, da muss Gewalt ausnahmslos geächtet werden. Und Demokratie, das heißt Meinungsverschiedenheiten austragen. Jeder soll seine Meinung haben und lasst uns darüber streiten. Aber die Antwort, die darf niemals Gewalt heißen. Wenn ihr wissen möchtet, wie die Antifa die Gewalt gegen rechte Politiker und der AfD legitimiert, dann empfehle ich euch dieses Video hier von Reporter.